Jo, also, es gibt natürlich auch Zeiten, wo man einfach mal sagt, man hat keinen Bock drauf, irgendeinen Text zu schreiben oder sowas. Ja, so einen Tag oder so einen Moment habe ich jetzt einfach mal für euch zusammengefasst. In einem Track. Dieser Track heißt passenderweise Kein Bock. Viel Spaß. Ich steh mal wieder vor Mike und record das jetzt, der einzige deutsche MC, der mit Borderline Rapdach. Komm schon, ey, ich schreib morgen den Text, denn dass das hier nicht wird, hab ich schon vorher gecheckt. So, nächster Morgen, doch Drehscheibenblockade ist noch da. Naja, dann relax ich mal, puh, Glück gehabt. Aber irgendwann muss ich ja wieder ran, doch mir fällt nichts ein. Ist okay, ich muss ja nicht in allem der Schnellste sein. Jetzt müsste ich eigentlich weiterschreiben, doch Hausparty. Doch wie mein Zustand morgen ist, könnt ihr euch ausmalen. Tatsache, am nächsten Morgen kann ich dann kaum gerade gehen und mein Essen kommt vorbei, sich im Garten schlafen legen. Heute also auch kein Text, erstmal eine Pause, jetzt Inspiration. Ich geh heute lieber nicht von zu Hause weg, denn es könnte regnen, Alter, das wäre ja der Albtraum. Hoffentlich ist dieser Albtraum bald aus. Die Gedanken kreisen normal, ist aber nicht um den Text, aber komm schon. Wer ist denn bitte perfekt? Naja, nobody schon, aber der ist auch arrogant und ein Botze, denn der hat Schuhe von der Marke an. For them platinum, used to be bitches. Hit you right, just rap it right, nigga. Makes a real nigga wanna cry. Nächste Woche Skype an, John Dredd haut den Beat rein. Ich fang an, aber halt stopp, ich kann ja gar nicht freestylen. Also wieder Beat aus, miss doch einen Text schreiben. Doch der Kopf ist leer und ich press nur Schluss in die Textzeilen. Also rausgehen und nach nem Thema suchen, doch das klappt auch nicht gut. Naja, das geb ich zu, was mach ich denn jetzt? Naja, irgendwas unterschreiben, auf Facebook gehen und sagen, ihr sollt meine Mucke teilen. Dann schreibe ich 100 Seiten, doch alles bleibt sinnlos. Ey, das ist so sinnlos, für ein Video von Inscope. Wie erkennt ihr nicht? Ey, der hat doch voll viele Abonnenten, während mich 3-4 Leute grad so kennen. Warum hörst du dir das an, das ist nicht wirklich Musik, schau lieber fern. Ey, ich merke doch, wie mürrisch du bist, hör lieber was, was Mainstream ist. Ist glaub besser so, hör Shakira, aber sowas findet man als Rapper doof. For them platinum, used to be bitches. For them platinum, used to be bitches. For them platinum, used to be bitches. Get you right, just rap it right, nigga.